In dem Video soll es einmal um Bruchgleichungen gehen und wie man diese auflöst. Wir gehen aber dafür einmal kurz durch, was wir schon kennen, weil wir davon wahrscheinlich gleich profitieren werden. Und zwar hatten wir bisher schon zum Beispiel, wenn wir eine Gleichung haben, egal ob quadratisch oder linear, dass man diese mit jeder Zahl teilen oder einfach mal nehmen darf. Und wenn man das macht, muss man jeden Block, den man hat, jeden Summanden, so nennt man das auch, mit dieser Zahl mal nehmen. Wenn ich das hier mit 2 mal nehme, hat man hier 10x. Die 3 mal 2 ist 6. Die 20x mal 2 sind 40x. Das ist eine Sache, die man machen darf. Die ist hier überhaupt nicht nötig, um die Gleichung zu lösen. Aber bei einigen Gleichungen kommt das mal vor, dass man was teilt oder mal nimmt. Dann hatten wir auch über Ausmultiplizieren gesprochen. Minus 2 mal x ist 2x. Dann multipliziert man hier die ersten beiden. Und auch 2 mal 3 bezieht sich auf die ganze Klammer, die 2 vorne. 2 mal 3 sind 6 und die beiden Minuszeichen ergeben ein Plus. So würde Ausmultiplizieren gehen. Haben wir noch über binomische Formeln gesprochen. Man kann natürlich auch x plus 5 und x plus 5 einfach miteinander mal nehmen. Dann kommt man auf das gleiche Ergebnis. Man kann aber auch die Formeln nutzen und würde dann x Quadrat haben. Hinten 5 hoch 2 sind 25. In der Mitte nimmt man x mal 5 und dann verdoppelt man das Ganze, ergibt dann 10x. Also man nimmt die beiden miteinander mal und verdoppelt dann. Und im letzten Abschnitt hatten wir dann noch, wenn man zwei Klammern mal nehmen muss, das kommt hier jetzt, wird gleich wichtig werden, x mal x ergibt x Quadrat, dann x mal 2 ergibt 2x, minus 1 mal x ergibt minus 1x. Und minus 1 mal 2 ergibt minus 2. Dann kann man in der Mitte noch zusammenfassen. 2 minus 1 wäre hier plus 1x. Und hätte dann diese Gleichung da stehen. Das waren so Sachen, die wir bisher geübt haben. Ansonsten hatten wir nur noch, wie man quadratische Gleichungen löst. Das wäre zum Beispiel hier jetzt eine quadratische Gleichung, wenn ich hier noch eine Zahl hätte. Zum Beispiel, wenn das jetzt gleich 0 ist, dann darf ich hier p gleich 10 und q gleich 25 setzen und dann mit der pq-Formel das x auflösen. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ich eine Gleichung habe, die zum Beispiel so aussieht? So, jetzt habe ich eine schwierige Bruchgleichung, so sieht die erstmal aus. Aber man darf hier mit einer Zahl mal nehmen, hat mir im ersten Schritt gesagt. Und die Zahl, die ich nehme, ist halt x plus 1, also der Nenner. So will ich das gerne multipliziert haben. Warum mache ich das? Wenn man einen Bruch, zum Beispiel 2 Fünftel mal 5 rechnet, also mit dem Nenner mal nimmt, teilt man im ersten Schritt die 2 durch die 5 und kehrt das Ganze dann wieder um. Also man teilt das durch 5, dann nimmt man mal 5. Dann heben sich die beiden Fünfen auf. Man sagt auch, die werden gekürzt. Da kommt dann 2 raus. Ja, also wenn du etwas plus rechnest und wieder abziehst, verändert es sich nicht. Und wenn du etwas geteilt rechnest und dann mal rechnest, verändert es sich auch nicht. Hier wollen wir unseren Nenner auch weg haben. So wie hier die 2 einfach entstanden ist, möchte ich hier jetzt mit diesem Nenner mal nehmen. Also schreibe ich den nochmal so hin und rechne mit diesem Nenner mal. Und auf der anderen Seite rechne ich auch mit dem Nenner mal. So, und hier habe ich jetzt den Nenner und den Zähler und die sind gleich. Die werden also auch gekürzt. Dann bleibt da nur die 4 stehen. Also ich teile durch die gleiche Zahl und dann mache ich mal die gleiche Zahl. Also kann ich es auch gleich weglassen. Und hier kann ich jetzt ausmultiplizieren. 10x und 10. Dann würde man diese lineare Gleichung jetzt einfach lösen, indem man minus 10 rechnet. 4 minus 10 sind minus 6. Im letzten Schritt geteilt durch 10, 0,6. So. Also das erstmal für den Start. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich eine schwere Gleichung habe? Wie zum Beispiel x plus 2. Dann zum Beispiel hier nochmal 5x minus 1. Und dann hast du noch eine Zahl da stehen. Machen wir es noch schwerer. Hier noch eine 2 dahin. Hier 20. So. Jetzt haben wir 2 Brüche. Ich mache im ersten Schritt jetzt einfach mal den ersten Nenner. So, und ich werde jetzt erstmal damit mal nehmen. Dann bedeutet das 3
Und wir können die 3 eigentlich schon direkt stehen lassen, weil dieser Nenner wird jetzt hier durch wegfallen, weil wir das ja mal rechnen. Und der zweite rechne ich diesen Block hier mit diesem Nenner mal 2x plus 2. Und hier hinten auch die 20 und dann mal 2x plus 2. Sieht dann so aus. So, jetzt haben wir hier in der Mitte immer noch so einen doofen Bruch. Jetzt mache ich mal diesen Nenner. Also x plus 1. Dann entsteht vorne, weil das ja ein Block ist, muss ich 3x plus 1 machen. In der Mitte würde ich jetzt hier oben die x plus 1 stehen im Zähler. Die wird dann mit dem Nenner gekürzt, fällt dann raus. Da steht dann also nur noch 2x plus 2. Und hinten steht ja 20, 2x plus 2. Und jetzt wird noch mit dem zweiten Nenner mal gerechnet. Dann sieht unsere Gleichung jetzt so aus. Wir haben im Grunde die gleichen Terme da stehen, aber jetzt ohne Brüche. Und jetzt können wir das einfach ausmultiplizieren. Das heißt, du kannst jetzt hier 3x plus 3 rechnen, hier 10x plus 10. Hier jetzt, es ist egal, ob du jetzt erst die mal nimmst oder erst die Klammern mal nimmst, das ist egal. Ich mache jetzt erstmal die Klammern. 2x mal x sind 2x hoch 2. 2x mal 1 sind 2x. 2 mal x sind nochmal 2x und 2 mal 1 sind 2. Sieht das Ganze so aus. Im nächsten Schritt wird das dann mit der 20 mal genommen, alles. So. Und auf der Seite könnte ich ja zusammenfassen ein bisschen. 3x minus 10 sind minus 7x. 3 plus 10 sind 13. Und jetzt müsste ich mal langsam dazu kommen, dass ich die auf eine Seite alle packe. Ich mache das lass jetzt auf der rechten Seite stehen, weil hier habe ich nur 2 Blöcke, die ich rüberpacken muss. Also 40x Quadrat hat keinen geeigneten x Quadrat Block, mit dem man zusammenfassen kann. Aber ich habe hier 80x. Und dann kommt nochmal plus 7x drauf. Das Vorzeichen ändert sich, weil es die Seite wechselt. Also habe ich 87x. Und hier habe ich 20 minus 13 sind 7. So, dann sieht die Gleichung so aus. Jetzt könnte ich geteilt durch 40 rechnen. Dann habe ich hier vorne x². Dann rechne ich 87 durch 40, 7 durch 40 und erhalte dann hier und hier mein p und mein q und kann die quadratische Gleichung dann mit der PQ-Formel lösen.